Leute, es ist soweit. Teil Nummer 3 bei der Firma Schuhkeller Leist steht an. Großes Stichwort Shopware. Was es damit auf sich hat? Ein kleiner Tipp, ein Online-Store. Darüber informieren wir euch genau jetzt. Cool. Wollt ihr uns noch ein bisschen was zeigen? Dann gehen wir doch mal hoch und erzähle ich euch was, warum wir eigentlich zur E-Mobilität gekommen sind. Würde mich auch mal brennend interessieren, dann komm mit, dass das Thema Auto auch nicht allzu sehr vernachlässigt wird. Folgt uns! Vorhin bei der Schuhgeschäftsbesichtigung, da hast du so ein Wort erwähnt, Shopfair. Ja. Magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen? Das würde mich auch noch mal sehr interessieren. Gerne was darüber. Also gleiches Haus, zwei Stockwerke oben drüber. Haben wir seit 2018 eine zweite Firma, das ist die Shopware GmbH, wo wir Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen für Schuhhändler anbieten. Zum anderen binden wir mittlerweile über 60 Händler ein und verkaufen deren Ware automatisiert auf Plattformen. Das ist Amazon, Amazon Europe, das ist Otto, das sind verschiedene internationale Plattformen. Wir sind vor dem Marktstart USA, wir sind vor dem Marktstart China, denn nicht jeder Schuhhändler ist so online affin, dass er es schafft, die Ware zu verkaufen. Die Zeiten sind vorbei, indem ich einfach ein Foto mache, mache ein Häkchen und schieße die Ware auf die Plattform oder auf den eigenen Online-Shop. Mhm. Das haben wir eben auch selbst feststellen müssen. Wir sind online seit 1999 mit dem eigenen Shop, hatten zeitweise 4 Shops. Haben uns jetzt wieder auf einen großen Online-Shop konzentriert, mussten aber feststellen in den Jahren 2016, 2017, dass wir einen stärkeren Wettbewerb haben, dass das reine Onliner waren, die natürlich anders an das Geschäft rangingen, wie wir als Schuhhändler mit angeschlossenem Online-Shop. Durch Kontakte, Zufälle, sind wir dann an die Shopware gekommen, damals eine kleine Zwei-Mann-UG. Wir haben den Jochen, mittlerweile gute Freunde und Geschäftsführer, mit ins Boot geholt, haben diese Firma dann übernommen und sie eben vergrößert mit einem Schuhhändler. Wir waren damals der erste Schuhhändler als Pilot und sind wir eben mittlerweile 60 Schuhhändler und wir bieten 60 Stück. 60, wow. Händler, genau, Händlerkollegen. Das ist eine richtige Vernetzung schon. Das ist eine richtige Vernetzung, ja. Alles passiert automatisiert. Denn nur dann ist das Ganze auch wirtschaftlich, nicht wenn jemand da sitzt und tippt noch die einzelnen Größen. Also es muss automatisiert sein, es müssen gewisse Normen eingehalten werden. Und gleichzeitig bieten wir aber auch Serviceleistungen an, wie Erstellung von Homepage, wie Social Media Leistungen, wie Instagram, Facebook und YouTube. Auch aus der Erfahrung von Schuhkeller heraus, weil wir lange gesucht haben, wer kann uns denn da weiterhelfen. Und viele klassische Werbeagenturen waren einfach überfordert. Dann waren es auch oftmals sehr überzogene preisliche Vorstellungen, was einen Online-Shop angeht. Also ein Unternehmen unserer Größenordnung nur 100.000 Euro für einen Online-Shop auszugeben, der zwar sicherlich toll gewesen wäre, das geht aber nicht. Und man muss dann eben gucken, dass man mit seinen Mitteln das Optimale macht. Und das können wir eben auch unseren Händlern anbieten und konnten quasi dann mit den Erfahrungen der Shopware, mit dem Team auch Schuhkeller nach oben bringen. Also die Corona-Krise war natürlich für uns im Nachhinein gesehen ein Mega-Beschleuniger. Mhm. Also wir haben mittlerweile, können unseren Leuten Homeoffice anbieten, wir haben digitale Telefonanlage. Wir werden in dem Bereich einfach noch viel mehr machen und haben es 2021 geschafft, obwohl wir im Laden auch gut waren. Also wir haben keinerlei Unterstützung oder Hilfe vom Staat bekommen, sondern wir haben es aus eigener Kraft geschafft, hier gut zu wirtschaften, auch mit Unterstützung unseres Teams. Und sind so quasi jetzt flexibel auf der Schuhkellerseite und stärken eben auch mit der Shopware den klassischen Schuhhandel für Schuhhändler, die eben nicht so online affin sind. Auch die Personaldecke ist ja immer ein normales Schuhgeschäft, jetzt nicht so, dass der sagt, ich habe jetzt noch genügend Leute da, die Social Media machen können, die meine Online-Shops machen. Es fängt ja schon an mit Bildern, mit Texte. Wenn ich diese Bilder und Texte von den Herstellern kopiere, habe ich Double Content, das wird von Google abgestraft und ich befinde mich wieder irgendwo unter ferner Liefen bei Google, werde nicht gefunden. Ja? Es geht auch um das optimale Gefundenwerden der Seite und. Und so bieten wir eben Lösungen an. So sind wir gewachsen seit 2018, auch unser Team ist gewachsen. Wir haben
mittlerweile mit dem Jochen noch 8 weitere Mitarbeiter, die teilweise im Homeoffice sind, die aber teilweise auch im Büro sind, Datenpflege machen. Wir arbeiten auch für große Einkaufsvereinigungen in der Schuhbranche. Wir arbeiten für Hersteller in der Schuhbranche und man darf die Digitalisierung nicht verteufeln. Wir sind Schuhhändler von der Seele her mitbekommen. Wir leben Schuhe. Ich glaube auch immer, dass ein gutes Fachgeschäft immer ein Besuch wert ist. Finde ich auch, nach wie vor. In einer 1A-Lage sein, sondern die Leute kommen eben gezielt dahin und das ist eben auch unsere Philosophie. Aber das Digitale darf ich eben nicht vernachlässigen, ich darf es auch nicht verteufeln, sondern ich muss gucken, kann es irgendwo eine Ergänzung zu meinem Kanal sein. Ja, und so sind wir gewachsen und haben seit November letzten Jahres eine Betriebsstätte in Freinsheim, weil wir dort auch die Möglichkeit haben, eine Halle anzumieten. Kamt ihr nicht sogar aus Freinsheim? War nicht die Urgründer? Also ich komme ursprünglich aus Freinsheim. Ja. Meine Eltern hatten damals ein Schuhgeschäft dort und jetzt insofern sind wir jetzt wieder, schließt sich der Kreis da wieder. Ja. Und dann war natürlich die Frage, es kommt immer in der Woche ein paar Mal vor. Der Edmund ist ja nach wie vor unser oberster Controller, dass der mal hin muss. Wir versuchen es auch viel mit Bildschirmen und mit Telcos zu machen, aber wir hatten immer öfter das Problem, dass wir nach Freinsheim mussten. Und oder Leute von Freinsheim hierher, weil wir hier haben unsere Fotobox, hier machen wir die Bilder. Und das physische Dasein musste einfach sein. Richtig, und, du kommst ja nicht mehr oder weniger drum rum. Ja, so jetzt dann immer dann den Sechszylinder anschmeißen, das war irgendwo nicht die Lösung. Wir waren also so noch etwas unproblematisch und dann war natürlich ein 1er BMW so die Idee, die man hat. Und dann kamen wir, eben durch den Markus Hoffmann, zu einem E-Mini. Naja, ich war von der Idee erstmal überhaupt nicht begeistert und mein Senior, wie ihr euch vorstellt, kann mit Benzin im Blut auch nicht. Schwierig bei Sechszylinder-Affinität. Ja, E-Auto und braucht man sowas und mit den ganzen Nachteilen, die man so kennt und Vorurteilen behaftet. Und so bin ich dann, kann mich erinnern, zu Markus Hoffmann nach Landau gefahren. Der drückte mir den Schlüssel in die Hand und sagt, fahr das Ding mal. Mach einfach mal. Nimm mal 2-3 Tage mit und guck, ob er in euer Alltag passt. Ja. Und auch für euch immer mal gerne reinschnuppern, gell? Das ist das A und O. Einfach mal testen das Ganze. Nicht immer gleich direkt Nein sagen. Ja. Und ich muss sagen, ich bin vom Saulus zum Paulus gewandelt. die ersten Kilometer tat ich mir noch schwer, weil von Landau auf die Autobahn, ist ganz nett. Aber die nächsten Tage waren nicht spannend. Einfach dieses Unproblematische, schnell nach Freinsheim zu fahren, Ware zu holen. Schnell nach Mannheim zu meinem Schuhmacher in die Innenstadt zu fahren. Also einfach schnell im Verkehr mitzuschwimmen. Und da hat er sich innerhalb weniger Tage fast schon als unentbehrlich erwiesen, dass ich ihn schon gar nicht mehr hergeben wollte. Ja. Und wir hatten das große Glück, dass der Wagen dann auch frei war, weil er ein Vorführer. Denn normalerweise wartet man auf das Auto, glaube ich, mittlerweile ein halbes, dreiviertel Jahr. Aufgrund der aktuellen Lage ist das immer schwierig zu sagen. Insofern war es dann eine Entscheidung, die wir dann direkt gesagt haben, wir möchten das und haben ja auch schon auf unserem Kundenparkplatz eine Ladesäule für E-Autos, die haben wir auch schon. Schauen wir uns auch gleich noch an, liebe Zuschauer. Ja, seit über 3 Jahren installiert, eigentlich als Serviceleistung mal gedacht für unsere Kunden, die mit E-Autos kommen und das wird auch gerne angenommen und so war es dann eben für uns möglich, dass wir jetzt eben auch ein E-Auto haben und das Schöne bei der Firma Vogel ist, er bietet ja auch einen klasse Service an. Wir werden die E-Lade-Infrastruktur auch zusammen mit euch erweitern. Also momentan haben wir einen Ladeplatz, wir werden mindestens 2 Ladeplätze haben, wenn nicht sogar 3, um unseren Kunden oder auch anderen E-Fahrzeugbesitzern das Laden zu ermöglichen. Ich kann euch nur ermuntern, beschäftigt euch mit dem Thema. Auf jeden Fall. Das ist mega spannend, das ist auch ein bisschen anders wie das normale Autofahren. Man muss manches
planen. Mhm. Ich liebe das mittlerweile in der App, dem Mini zu sagen, dann und dann bin ich nach Freinsheim. Wie viele Kilometer sind es übrigens nach Freinsheim für die Kunden, Kilometer. Die von weiter weg kommen? Also das ist eine Differenz von 20 Kilometer. Ideal für den Mini. Gemischt für eben Stadt und mhm. Autobahn, ein bisschen Landstraße. Ja. Und da ist das Auto wirklich hervorragend. Schön. Was ich jetzt hier mega cool finde, der Markus als M-affinen, anspruchsvollen Kunden zum E-Auto gebracht. Ihr seht, es ist tatsächlich möglich, ihr müsst euch nur ein bisschen drauf einlassen. Absolut. Und jetzt würde ich mal interessieren, wie ihr das Ganze unter dem Hof gelöst habt, weil das ist ja nach wie vor noch ein ganz, ganz großes Problem, in Anführungsstrichen auch eine Thematik für die Kunden. Wie bekomme ich denn die Lademöglichkeit? Ja, also wir haben ja das große Glück, dass wir hier eine Ladestation ja. haben. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch, wie können wir das in Zukunft anders machen, wie können wir das vielleicht in Kombination mit der Halle, die wir gemietet haben, mit Photovoltaik machen. Und da ist eben, wie gesagt, das Schöne, dass einen die Firma Vogel nicht hier alleine lässt und sagt, hier hast du E-Auto, guck, wie du es geladen kriegst, mhm. sondern eben auch hier Lösungen anbietet. Mit Fachleuten, die wirklich klasse Danke. Sind und auch mit Lösungen, die möglich sind. Also der Peter hat mir zum Beispiel erzählt, oftmals ist es ein Grund, warum dass man sich kein E-Auto holt. Man hat irgendwo eine Eigentumswohnung mhm. und steht in einer Garage drin, wo einfach mehrere Besitzer von Wohnungen drinstehen. Und wie bekomme ich es dann geregelt, dass ich aus der normalen Steckdose mein Auto laden kann und dass der Strom auch dann richtig berechnet wird oder eben auch von der Photovoltaik kommt und dass das alles machbar ist, ohne riesen neue Verkabelungen, ja. einfach mit intelligenter Technik. Das ist schon interessant und sich damit zu beschäftigen, das lohnt sich. Ist auch in gewisser Weise Königsdisziplin. Ja. ja. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, draußen an der Ladesäule. Da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Teilbereich. Eigentlich, was wir gerade so am Aufbauen sind, Auto aus Vogeltechnisch, ja. Vogel E-Charge, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, später dazu mehr. Ja. Den Shop von Markus, alles wird jetzt mal unten im Kästchen markiert, Shop Fair, Schuhkeller, da könnt ihr mal reinschnuppern. Auch bei uns Autohaustechnisch, Auto erleben, ihr habt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, online Autos zu kaufen. Wenn ihr da Interesse oder Ansprechpartner braucht, kommt vorbei, wir helfen euch weiter. Okay Leute, ich habe gerade mal den lieben Markus gefragt, ob das der Betrieb sind, der eine Coca-Cola-Automat ist, aber das ist es tatsächlich. Das Photoshop-Gerät. Genau, also ich habe vorhin gesagt, wir haben ja das Problem mit Doppel-Content. Also wenn wir Bilder der Hersteller nehmen würden für unsere Homepage, dann werden wir schlechter gerankt. Das heißt, wir fotografieren die Schuhe selber und auch um Kosten zu sparen, um das eben effizient zu machen, haben wir dieses Gerät und es funktioniert quasi ganz einfach. Man scannt den Schuh, hier haben wir ein Laserkreuz, stellt wow. den Schuh dann einfach rein und er wird automatisiert 360 Grad fotografiert, freigestellt und dann in den Online-Shop übernommen. Und das ist eine Dienstleistung, die wir auch unseren angeschlossenen Händlern anbieten, damit die eben auch ihre Schuhe individuell auf ihre Seite stellen können. Unfassbar. Unten beim Schuhgeschäft angefangen, sind wir hier oben. Also lässt ja nicht nach. Ja, also auch technisch innovativ. Ja, Digitalisierung. Wir haben eben auch immer, wir haben 2002 umgebaut, haben die Büros hier oben komplett neu gemacht und haben komplett auch schon damals auf eine strukturierte Verkabelung gesetzt, mhm. was sich heute auszahlt, was damals teurer war, aber heute können wir quasi Arbeitsplätze so schaffen, wie wir sie brauchen. Wir haben im ganzen Haus eben strukturierte Verkabelungen, wir können Telefone anschließen, wir können unsere Computer anschließen und ja. so eben sehr ja, flexibel agieren. Wow. Und jetzt fotografiert das gute Stück gerade. Genau. Das war jetzt warten, bis der Balken genau, wir würden das quasi jetzt fotografieren, ja. übernimmt den Schuh und überträgt ihn dann automatisch in die Warenwirtschaft und okay. dann von dort automatisch in den Shop. Also der Schuh ist heute Nacht und Mitternacht ist er online. Wow, da müssen wir uns auch mal ein Scheibchen abschneiden. Ja, wobei ihr aber auch gut seid mit euren Danke. Social Media und auch eurer Online-Seite. Danke. Aber das ist eben der Grund, warum dass die Leute zu uns kommen. Ja. Das ist ähnlich wie bei euch, wenn da nur zwei BMW im Showroom stehen, da kannst du viel erzählen. Aber Klar. die Leute wollen es eben anfassen und wollen es probieren, wenn sie da sind. Und das gewährleisten wir natürlich mit einem hohen Lagerbestand, der natürlich Geld kostet, aber ist der Grund, warum dass die Kunden immer glücklich haben, zu uns kommen. Irgendwo müssen die Schüchchen ja hin. Wir
riesengroß. Das ist übrigens nur eine Etage. Ach, findet gar kein Ende. Wie habt ihr das vom Lager her gemacht? Habt ihr das nach Marken sortiert oder wir haben es nach Artikelnummern? Herren, nach Damen, nach Winterschuhe, Sommerschuhe, Sandalen, Gummisohle, Ledersohle. Ja. Und anhand dieses Systems hier, diese Etikette kleben wir selber drauf, weiß man, dass das ist zum Beispiel ein Herrenschuh. Mhm. Das ist ein Schnürschuh und der ist gummisöhlig und blau. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Ja. Können wir mal zu Wetten, das gehen, oder? Mit dem Talent. Ein Schuhhändler weiß das. Cool. Das ist ein System, was im Schuhhandel eben mittlerweile Standard ist. Und unsere Jungs und Mädels, die im Verkauf sind, müssen das eben wissen. Und dann können sie genau sehen, was in dem Katalog drin ist. Schön. Gut, Leute, dann folgt uns mal. Jetzt geht's runter zum Hof. Ja, wenn du noch magst, hier kannst du auch noch klettern. Hier können wir unsere... Nee, oder? Ja, das ist eine Naturstein-Kletterwand, wo auch die Leute mal, wenn sie hochalpine Schuhe haben, mal so ein bisschen probieren können, wie ist die Trittsicherheit, wie hält der Schuh, wie hält das Gummi am Fels. Das ist kein Spaß, gell? Das ist kein Spaß. Hier oben Top-Rope-Sicherung. Und die Leute können sich richtig sichern und dann mal klettern, genau, ein paar Meter. Genau, genau. Ah, und hier unten geht es dann direkt durch zum Schuhgeschäft. Genau, hier sind wir quasi im Laden. Die Sophie war, als wir den Laden umgebaut haben, dass man quasi von jeder Stelle des Ladens schnell am Lager ist. Ah. Aus Platzgründen. Was hat man vermutet? Schuhe. Aus Platzgründen, sagst du? Aus Platzgründen haben wir Schieberegale eingebaut, um eine optimale Ausnutzung des Lagerraums zu haben. Momentan relativ viele Lücken. Das wird sich in den nächsten 3 bis 4 Wochen schließen, weil dann die neue Sommerware kommt. Mhm. Wir haben auch momentan Schwierigkeiten, die Ware in der richtigen Menge zu bekommen, obwohl wir schon vor über einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr die Ware schon bestellt haben. Auch hier kommt die Krise eben durch. Oftmals fehlt es an Sohlen, an Kleinteilen. Und die Hersteller können nicht so liefern, wie das die ganze Zeit gang und gäbe war. Okay. Ein logistisches Meisterwerk. Und hier haben wir... Hallo! Hallo! Grüß euch! Hier ist der Nico. Leon, freut mich. Der zuständig ist für alles, was an Ware reinkommt und Ware rausgeht. Der hier quasi guckt, dass Ordnung ist und dass die Kunden rechtzeitig ihre Schuhe haben. Hier haben wir einen Lastefahrstuhl, wo quasi die Ware reinkommt, wird sortiert zwischen Rückläufern und normalen Wareneingang. Und hier war er schon fleißig und das ist die Ware, die jetzt so im ersten Zug heute dann rausgeht. Da kommt noch was dazu. Und da kommt noch es kommt noch was dazu. Ja, da ist auch noch ein bisschen was. Also du hast noch ein bisschen was zu tun heute. Wir versuchen natürlich alle Handgriffe so, so schnell wie, oder so gut wie möglich zu optimieren. Aber es ist eben doch das Einpacken, Raussuchen ist immer noch irgendwo anders. Ja, da kommt man mehr oder minder nicht drum. Genau, Gefällt es euch soweit? Ja.